Ja, ich habe jetzt ein paar Mal versucht und nichts hat hier funktioniert, aber okay, ich bin jetzt ganz überrascht, dass es funktioniert. Ja, die Sonne scheint einigermaßen, es ist trotzdem kalt. Wir haben in Jerusalem, glaube ich, 16 Grad heute. Hört sich für euch vielleicht warm an. Hier ist es kalt und es weht auch noch so ein komischer kalter Wind. Ja, die letzten Tage konnte ich überhaupt kein Video machen, außer jetzt irgendwelche Shorts oder ein Video vom Bus aus, von einer Busfahrt. Aber ich konnte nicht so reden. Und manchmal ist es auch jetzt noch so, dass ich husten muss und schnupfen und so ist immer noch, aber es wird weniger. Dazu kommt, dass ich gestern und vorgestern Krankenhaustermine hatte. Und da ging dann auch irgendwie nichts mehr, weil bei den Terminen geht es manchmal schnell und manchmal weniger schnell. Gestern ging es schnell. Da war ich ganz früh die Nummer 2. Also da ging es recht schnell. Aber vorgestern beim Onkologen da musste man wieder ewig warten. Ich glaube, ich habe 2 Stunden über die Zeit gewartet. Sowas in der Art, ja. Ja, 2 Stunden waren es. Und dann ist man da immer nur 10 Minuten drin. Ne? Dann wartest du nur wegen 10 Minuten, sitzt du da 2 Stunden. Ich bin Krebspatient hier in Jerusalem im Hadassah Krankenhaus und das Hadassah Hospital ist in 2 Teile geteilt sozusagen. Also das Hauptgebäude, die ganzen Hauptgebäude und alles Mögliche befindet sich im Stadtteil Ein Kerem. Und es gibt noch ein kleineres Hadassah, das befindet sich am Mount Scopus. Das heißt Harazofim auf Hebräisch und ist so in der Nähe vom French Hill, falls sich hier jemand so ein bisschen auskennt, wo die Hebrew University ist. Also es ist direkt neben der Hebrew University. Und ich war gestern auf Mount Scopus, weil es kommt immer darauf an, welchen Arzt ihr habt und was ihr so für ein Anliegen habt. Manchmal muss man dann nach Ein Kerem fahren und manchmal nach Mount Scopus, also Harazofim. Und mein Onkologe, der lehrt auch an der Hebrew University und ist zweimal die Woche in Ein Kerem und zweimal die Woche in Harazofim. Und deswegen war ich jetzt am Mittwoch beim Onkologen hier, habe ich ihn getroffen in Harazofim, Mount Scopus. Und ja, mein letztes CT-Ergebnis und das davor auch schon ist sehr positiv ausgefallen. Ich habe keine neuen Tumore. Ich habe 2 bestehende Tumore, einen auf der Lunge, ein Knötchen und einen hier auf der linken Seite am Unterbauch. Und beide wurden behandelt mit Bestrahlungstherapie und das hat sich sehr, sehr positiv ausgewirkt. Das Lungenknötchen wächst seit ja, 2 Jahren nicht mehr. Also es ist da, aber es kam zum Stillstand, was ein Riesenerfolg ist. Und das andere hier im Unterbauch, was im Sommer entdeckt wurde, da hatte ich im Juli 5 Bestrahlungstherapien drauf und das hat sich von 3 cm auf 1 cm, das ist das geschrumpft und das ist auch ein Riesenerfolg. Es ist fast gar nicht mehr da. Es ist ein Riesenerfolg. Also ich hatte insgesamt auf beide 8 Bestrahlungstherapien und ich muss sagen, also Bestrahlungstherapien helfen mir immer irgendwie und das ist auch total bequem, weißt du, da legst du dich hin. Und dann kriegst du da Radioaktivität reingeschossen, also so draufgestrahlt, und dann steht man wieder auf. Und ich hatte eigentlich nie irgendwelche Nebenwirkungen. Manche Leute haben ganz unterschiedliche Nebenwirkungen, die haben dann Probleme beim Atmen oder so. Aber also so kurzfristig halt, so, oder natürlich auch wenn der Verdauungstrakt oder so, wenn da was bestrahlt wird, dann kann es schon dazu kommen, dass man sich übergibt. Aber das ist alles kurzfristig, ne? Also glaubt nicht, also falls jetzt hier irgendwie schwurbelt oder so, das ist so kurz, das sind so kurzfristige Nebenwirkungen, die auftreten können. Das ist nicht langfristig oder so. Aber bei mir hilft es immer Bestrahlungstherapie. Ich freue mich immer, wenn ich sowas habe und nicht zur Chemotherapie muss und nicht operiert werden muss, weil Bestrahlungstherapie, ne, kommt man hin, tschick-tschack, so ungefähr, dann ist man fertig. Und da ich nie Nebenwirkungen hatte, ne, bin ich immer noch hinterher. Das war dann in Ein Kerem, bin ich dann hinterher
da ist so eine kleine Shopping Mall und da bin ich dann hin und habe dann erstmal Kaffee getrunken und bin dann wieder nach Hause gefahren mit dem Bus. Ja, aber es hat total geholfen. Bei mir zumindest, bei anderen vielleicht nicht, aber ich rede jetzt mal von mir. Bei mir hat Bestrahlungstherapie ist immer für mich, wenn ich das höre, ist immer super. Da freue ich mich immer, weil dann brauche ich keine Nadeln oder aufgeschnitten werden, ne? Und gehe dahin, trinke Kaffee und fahre dann wieder nach Hause. Und es hilft immer. Also wie gesagt, ich habe noch diese zwei bestehenden Tumore, aber die sind unter Kontrolle. Und ich habe nichts Neues. Und das zeigte das letzte CT-Ergebnis vom November. Den nächsten CT werde ich gegen Ende Februar haben. Der ist schon gebucht. Und dann schauen wir mal weiter. Und falls der auch wieder positiv ausfallen sollte, ich meine das Ergebnis, dann kann ich mal langsam darüber nachdenken, wieder zurück in das Arbeitsleben zu kommen. Das will ich auch, weil immer so rumsitzen und Krankenhaus, der Lebensinhalt und sowas, ich habe so die Schnauze voll von allem. Und auch von Krankenhaus und überhaupt. Oh, ich bin froh, wenn ich wieder ein normales Leben haben könnte. Aber nun ist das so, dass ich Leiomyosarkomakrebs habe und das kann sich von einer Sekunde auf die andere wieder ändern. Jetzt kann im Februar wieder irgendwas sein. Es würde mich nicht schockieren, es würde mich nicht überraschen, weil ich bin darauf gefasst. Die letzten 4,5 Jahre, sowas war immer was. Das eine war weg, das nächste kam. So ging das die ganze Zeit, so ging das bei mir jetzt jahrelang. Von einer Chemotherapie in die nächste OP, Bestrahlung, OP, Chemotherapie. Das war so der Lebensinhalt. Der Krankenhaus war zu sagen, das Le der Lebensinhalt irgendwie, die ganzen Termine. Ich bin froh, dass das jetzt erstmal vorbei ist, zumindest bis zum Februar. Am 22. Februar habe ich den nächsten CT und dann werden wir sehen. Kommt es wieder zurück? Ja, geht die ganze Scheiße wieder von vorne los. Kommt es nicht zurück? Werde ich mich jetzt bemühen, irgendwie ins Arbeitsleben zu kommen und wieder ein ganz normales Leben zu haben. Das Problem ist natürlich, ich bin nicht geheilt, ich habe den Krebs nicht besiegt, wie man da auf Deutsch so sagt. Überhaupt nicht. Es kann jederzeit wiederkommen. Jederzeit. Bei meiner Krebsart, die ist sehr aggressiv, da ist das so. Also, es ist schon ein Wunder, dass ich jetzt ein halbes Jahr keine neuen Tumore habe. Das ist schon das reinste Wunder. So was habe ich ja in all den Jahren vorher noch gar nicht erlebt. Immer mal einen Monat oder so, nach 2 Monaten war es wieder da. Aber halbes Jahr, boah. Das ist schon echt ein Wunder. Ich bekomme so langsam mehr und mehr Kraft auch. Aber ich bin immer noch eingeschränkt, weil ich habe diesen Leistenbruch. Und den Leistenbruch schleppe ich schon ein Jahr mit mir rum. Der war erst nicht so groß, jetzt ist er recht groß. Und hat den ganzen Bauch verschoben. Auf der rechten Seite. Und der Leistenbruch kam nach meiner zweiten OP. Also ein halbes Jahr nach meiner zweiten OP. Das war letztes Jahr im Januar. Das passiert einfach, wenn ihr irgendwelche OPs habt oder so, Bauch-OPs. Und ich habe auf der rechten Seite keinen Bauchmuskel mehr, weil der wegen der OP aufgeschnitten werden oder durchgeschnitten werden musste. Und sowas wächst nicht nach. Und dementsprechend habe ich dann so Plastikteile eingesetzt bekommen, 2 Stück, die das Ganze hier unterstützen, damit die Organe nicht irgendwie so rumplumpsen. Weil du hast ja da dann keinen Muskel mehr und wie gesagt, der wächst auch nicht mehr nach. Daran muss man sich dann erstmal gewöhnen, weil du hast dann diesen Muskel nicht mehr zu bewegen, aber das ging eigentlich recht schnell. Und das funktioniert eigentlich alles auch total normal. Nur ist man dann sehr, sehr anfällig für Hernia, für Leistenbruch, dass da was rauspoppt oder sowas. Aufgrund dessen ist das passiert. Ich hatte ja sowas in meinem ganzen Leben noch nicht. Ich war in meinem Leben nie krank. Außer ja, verstauchte Füße und so vom Sport. Oder halt Erkältungen. Aber ich habe überhaupt nie was gehabt. Nie was gehabt. Und dann auf einmal Anfang 50, Bingo, kriegt man Krebs. Aber ich habe nie was gehabt. Mein ganzes Leben lang habe ich nie Probleme gehabt mit irgendwas. Ja, irgendwann erwischt es dann einen vielleicht oder auch nicht. Aber gestern, also am Mittwoch war ich beim Onkologen und wie gesagt, CT dann im Februar und
Den Onkologen sehe ich dann im März, einen Monat darauf, weil wir müssen ja jetzt auf das Ergebnis warten. Und gestern dann war ich wieder in Harrazofilm, also Mount Scopus, bei diesem Hernia-Spezialisten. Also Leistenbruch-Spezialisten, er ist Chirurg und macht nur Leistenbrüche. Und ja, den habe ich gestern zum ersten Mal getroffen und muss sagen, ich bin total begeistert von dem, der ist echt super. Falls ihr jemanden braucht, hier in Jerusalem, er heißt Dr. Pinto, ist Mount Scopus und ist echt super. Also er macht nur Leistenbrüche. Und ich brauche den Spezialisten, weil ich ja diese Plastikteile drin habe im Bauch. Und da kann man nicht irgendwie was abschneiden oder gerade ziehen oder wie man das auch immer macht bei dieser Leistenbruch-OP, sondern ich habe ja was darunter. Ich habe ja diese ganzen Plastikteile, die alles zusammenhalten. Und als ich zu ihm ins Zimmer kam, da war er schon vorbereitet, er hatte schon die ganze Akte gelesen und so. Und meinte, dass er jetzt nicht operieren wird, sondern wir werden die nächsten paar CTs abwarten. Das heißt, vielleicht in 10 Monaten oder einem Jahr. Bis dahin muss ich mit diesem Leistenbruch rumlaufen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Der Grund ist, dass ich im Mai eine schwere OP hatte. Da wurden mir 5 Krebstumore entfernt. Und auch noch die Gallenblase und Teile vom Dünndarm und Teile von der Leber. Und es könnte ja jederzeit wieder sein, dass der Krebs wieder zurückkommt bei meiner Krebsart. Und dass ich dann wieder eine neue OP brauche. Und er meinte, diese Leistenbruch-OP, die er bei mir vornehmen müsste, wäre schwer. Also es wäre eine schwere OP, es wäre nichts Leichtes. Es wäre schon ziemlich heavy duty. Und er will jetzt nicht mit der ganzen Krebssache intervenieren. Und wir sind so verblieben, also er hat das vorgeschlagen, wir sind so verblieben, dass wenn der Krebs wieder auftaucht, wir warten jetzt die nächsten CTs ab, wenn der Krebs wieder auftaucht und ich brauche eine neue OP, jetzt 2024, dann macht man alles zusammen. Dann werden die Tumore entnommen und er kommt und also fixt den. Repariert, heißt das auf Deutsch, den Leistenbruch. Also dann kommt alles auf einmal. Und wenn der Krebs jetzt nicht zurückkommt bei diesen nächsten CTs, die ich alle 3 Monate habe, wenn da nichts weiter auftaucht, dann habe ich die OP in einem Jahr vom Leistenbruch. Wie gesagt, er will da jetzt nicht intervenieren, das eine mit dem anderen, weil, wie gesagt, die Leistenbruch-OP wird auch eine schwere OP, aufgrund der Größe und aufgrund der Plastikteile. Das ist jetzt nicht mal so gemacht in einer halben Stunde oder so. So sind wir verblieben und ich habe ihn dann noch gefragt, ob es sein kann, dass der Leistenbruch jetzt vielleicht irgendwelche Krebstumore da, wo der sitzt, zum Wachsen bringt oder hervorruft oder so. Und da meint er ja, viele Krebspatienten fragen ihn das. Nein, es ist nicht so. Das eine, der Leistenbruch hat nichts mit dem Krebs zu tun. Also man kann Leistenbruch haben und auch größer oder groß oder was weiß ich wie. Aber das würde jetzt keine neuen Krebstumore wachsen lassen oder so, weil das hätte damit überhaupt nichts zu tun. Und das würde auch jetzt nicht die anderen Organe beeinflussen oder sowas. Der Leistenbruch. Also manchmal tut es weh und es spannt, es drückt halt, aber meistens tut es nicht weh und ich habe halt Probleme so beim Anziehen und ich muss mir auch größere Sachen kaufen, weil das ist halt ja alles so angespannt. Also ich habe Probleme beim Schuhe anziehen, beim Socken und Schuhe anziehen, mich da so zu bücken. Aber ansonsten stört mich das jetzt nicht so sehr. Es sieht halt bescheuert aus, ne? Du hast halt einen schiefen Bauch und alles. Aber ich ziehe halt weite Sachen an, wie so ein Sack, damit man das nicht so sieht. Ja, mal schauen, was so kommt, ne? Was so die nächsten CT-Ergebnisse zeigen und so. Also ich war mit diesem Arzt, mit dem Hernia-Spezialisten total zufrieden. Der war total nett und total professionell und alles echt super.
Und ja, so sind wir verblieben. Also werde ich erstmal keine OP haben und jetzt habe ich Zeit bis zum 22. Februar, wenn ich meinen nächsten CT habe und dann müssen wir das Ergebnis abwarten und dann mal schauen, wie es weitergeht. Es ist irgendwie so ein bisschen komisch, dass ich nichts habe, weil ich hatte mich jetzt innerhalb der ganzen Jahre, ich war ja zum Beispiel 4 Jahre lang nur auf Chemotherapie, auf unterschiedlichen Chemotherapien. Da verformt sich natürlich auch der Körper, ne? Das sieht man natürlich einem irgendwie an, mit, weil du kriegst ja Steroide und all solche Sachen und bei mir haben sich hier die Zähne verformt hier unten. Da denkt man, ich habe einen Zahn verloren, aber ich habe gar keinen Zahn verloren. Das ist einfach nur wegen der Steroide, das geht auseinander. Und ich weiß nicht, also wenn da jetzt nichts zurückkommt oder so, dann lasse ich mir das beim Zahnarzt wieder so zusammenwachsen, ne? Aber ich habe das die ganze Zeit nicht gemacht, weil es kann ja jederzeit wieder auftauchen, ne? Dann zahle ich beim Zahnarzt, was weiß ich, wie viel Geld. Dann muss ich wieder zu einer neuen Chemotherapie und dann geht wieder alles auseinander im Mund. Das ist ja auch wieder scheiße, ne? Dann kannst du wieder von vorne anfangen und wieder neu zahlen. Aber ich muss erstmal sehen, wie es überhaupt weitergeht. Feiern oder so tue ich nicht. Es ist ganz komisch, dass man eben nichts hat. Der Körper ist immer noch geschwächt, ne? Ich muss immer noch sitzen und all solche Sachen. Aber ich will jetzt auch ein bisschen mehr machen und versuchen, ein bisschen wieder fit zu werden oder irgendwas. Das dauert natürlich eine ganze Zeit. Aber es ist schon ein komisches Gefühl, dass du da nicht ständig mehr ins Krankenhaus musst. Weil mein ganzes Leben, die ganzen 4,5, 5 Jahre, waren eigentlich nur geprägt von Krankenhaustermin. Ich war ja nur immer im Krankenhaus. Ich war ja mehrere Male die Woche oft da, oder zumindest einmal die Woche. Und jetzt ist irgendwie nichts. Es ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Aber ich habe mit dem Onkologen ja gesprochen und ich habe gesagt, wenn wieder was auftaucht oder auftauchen sollte, ich bin nicht geschockt. Es wird mich nicht runterziehen oder so, sondern damit muss man bei mir rechnen, bei meiner Krebsart, dass sich jederzeit wieder was ändern kann. Es kann auch sein, dass jahrelang nichts kommt. Das kann auch sein. Oder es kann sein, dass wieder beim nächsten Mal wieder was zu sehen ist oder so. Ja, muss man abwarten. Also man ist so von CT, so 3 Monate, dann die nächsten 3 Monate, immer so von CT. Termin zu CT-Termin. Aber ich nehme das jetzt nicht so, ich habe das noch nie so tragisch genommen. Also ich bin nicht depressiv und denke mir, ach du meine Güte, und ich sterbe bald oder so. Ich sag mir immer, it is what it is. Wenn man stirbt, dann stirbt man. Weiß ich nicht. Wenn du die ganze Sache hast und das alles so durchmachst, diese ganzen Behandlungen und oh, dann kriegst du sowieso eine ganz andere Einstellung zum Tod, finde ich. Also bei mir war das so, dass ich davor keine Angst mehr habe. Ich habe vor dem Tod keine Angst. Ich weiß nicht, das kommt irgendwie so mit der Krankheit. Da kriegt man dann so eine, weiß ich nicht. Da denkt man dann irgendwie anders, finde ich zumindest. Vorher habe ich auch nicht so gedacht, aber dann auf einmal, ne? Da kriegt man ganz andere Einstellungen, vielleicht auch zum Leben, vielleicht auch zum Tod. Also bei mir ist es so, dass ich auch alles esse. Ich habe jetzt nicht meine Ernährung umgestellt. Ich habe am Anfang darüber nachgedacht, vielleicht. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich vielleicht sterbe oder so, ne, warum soll ich da mein Essen einschränken? Warum soll ich mir da antun, irgendwelche Körner zu fressen oder so, ne? Da esse ich doch was Richtiges. Weil wenn ich tot bin, dann bereue ich das vielleicht. Dann denke ich mir, Mann, hättest du mal noch eine Kinderschokolade gegessen oder irgendeine Scheiße halt. Oder was weiß ich. Oder irgendein Hühnchen oder so, ne? Was soll man sich da sein Leben, also so denke ich zumindest, warum soll ich mir da jetzt mein Leben einschränken oder so? Nein, ich bin da überhaupt, ich esse ganz normal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich esse sowieso ganz wenig Zucker. Ab und zu mal alle paar Monate oder so mal eine Schokolade oder sowas. Alle, weiß ich nicht, vielleicht einmal im Monat oder so eine Cola, also nicht eine ganze Flasche, sondern oder alle 2 Monate mal eine Flasche Cola oder so. Kommt immer ganz drauf an, manchmal auch mehrere Monate keine Cola. Ansonsten trinke ich Wasser, Kaffee, Tee. Und Kaffee mit viel Milch. Und ich esse Joghurts ohne Früchte oder irgend so ein süßes Zeug drin. Also nur dieses weiße Zeug.
Das mische ich mir mit Haferflocken und ein paar Walnüssen zum Beispiel zum Frühstück. Und ich bin jetzt nicht da derjenige, der irgendwie, weiß ich nicht, ausschweifend isst oder so. Ich esse Fleisch, ich esse Wurst, ich esse Fisch. Aber jetzt nicht jeden Tag oder so. Ja, diese Woche habe ich schon zweimal Hühnersuppe gehabt, aber das wegen der Erkältung. Da habe ich mir gedacht, das hilft vielleicht. Aber irgendwie so ausschweifend oder so esse ich sowieso nicht. Und ich habe viel Gemüse und ich mache mir viel Salate, Tomatensalat, Gurkensalat meistens und Tomatensalat mit Basilikum oder Oregano oder Thymian frisch. Habe ich das alles nicht, dieses Pulver, sondern schon frisch an am Zweig. aber sonst, ich habe eigentlich nichts eingeschränkt. Ich musste natürlich mein Leben einschränken. Dazu war ich, am Anfang habe ich das versucht zu ignorieren, aber dann ging es nicht mehr, weil wenn du Chemotherapie hast und überhaupt Behandlungen, also nicht Radiotherapie, sondern Chemotherapie und natürlich OP, dann kannst du dich nicht so bewegen, wie du willst. Du kannst es nicht draußen rumlaufen, wie weiß ich nicht, weil du musst, na, es kommt immer drauf an. Manchmal hat man gute Tage, manchmal hat man schlechte Tage, aber auch an guten Tagen muss ich mich sehr, sehr oft hinsetzen auf Bänke und so. Gibt es ja hier viel in Jerusalem, Gott sei Dank. Und ausruhen und all solche Sachen und man wird sehr, sehr schnell müde. Und abends eigentlich kann ich gar nicht mehr machen, kann ich gar nichts mehr machen, dann gehe ich gar nicht mehr aus oder überhaupt nichts, es geht nicht mehr, weil so ab, sag ich mal, 16 Uhr oder so, da schläft man dann irgendwie ein. Man kann das auch nicht verhindern, weil man ist dann so platt und alles. Aber jetzt geht es schon wieder etwas besser. Also man merkt schon, dass ich habe schon ein Jahr keine Chemotherapie mehr gehabt. Man merkt schon, dass der Körper wieder an Stärke gewinnt und so. Es ginge mir definitiv besser, wenn ich diesen Leistenbruch nicht hätte. Aber ja, kann ich jetzt auch nichts ändern. Muss ich halt noch eine ganze Zeit damit leben. Und ja, mal schauen, was so kommt. Also ich warte jetzt den nächsten CT ab und ja, wenn er auch wieder positiv ausfällt, also keine neuen Tumore oder so, dann werde ich wieder irgendwie ins Arbeitsleben zurückkommen. Ist natürlich auch immer blöd, ne? Dann arbeitest du wieder und dann nach 3 Monaten hast du wieder ein CT und dann ist vielleicht wieder was da. Dann kannst du wieder aufhören und zurück zur Chemotherapie oder sowas. Ja, aber damit muss ich leben. Damit muss ich leben. Also, es kann jederzeit zurückkommen. Was weiß ich. Kann auch sein, dass ich nächstes Jahr nicht mehr lebe oder so, in einem Jahr, kann auch sein. Es kann alles sein, ne? Oder es kann sein, dass es gar nicht kommt. Aber ich sitze jetzt nicht zu Hause und mache mir darüber Gedanken. Überhaupt nicht. Also heute muss ich hier noch ein bisschen Wohnung putzen oder so. Bin ich auch immer noch langsam und dann auch wegen des Leistenbruch. Oh. Da muss ich immer beim Bücken und so, ne? Ist immer alles scheiße mit diesem Leistenbruch. Man gewöhnt sich irgendwie dran, dass das da ist, aber trotzdem. Also du bist halt nicht so frei in deinen Bewegungen. Ja, du musst noch was kochen und ja, gegen 16 Uhr sowas kommt Schabbat heute und ja, dann schauen wir mal weiter, ne? Ja, das soll es dann erstmal gewesen sein. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt einigen Leuten irgendwie was erzählt über Leistenbruch. Vielleicht haben die ja auch so eine Probleme wie ich. Und also übrigens ist er nicht gefährlich. Das hat mir gestern der Spezialist gesagt. Das ist nicht gefährlich. Viele Leute laufen damit rum, die sind, ne, weiß ich nicht wie. Und die wollen diese OP nicht haben. Habe ich auch gehört jetzt von Ärzten, dass es Leute gibt, die wollen die Leistenbruch-OP nicht haben. Weil sowas kannst du nur beheben durch eine OP. Und manche Leute wollen das nicht und die laufen dann, was weiß ich, wie aufgebläht rum. Würde ich nicht machen. Ich hätte mich auch über eine OP gefreut, ne, dass es endlich weg ist. Ich hatte auch schon erwartet, dass es ein bisschen kompliziert ist wegen der Plastikteile. Aber er hat mir gesagt, es würde sehr kompliziert werden und da hatte ich jetzt nicht so gerechnet. Aber okay, ja, dann bis zum nächsten CT im Februar. Ja, dann wünsche ich euch Shabbat Shalom. Und bis zum nächsten Mal dann.